Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen auf Spieltrieb TV zu einer weiteren Folge Let's Show Wildstar Beta Wochenende. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch nochmal ein bisschen Gameplay. Heute wieder von einem etwas anderen, von einer anderen Charakterklasse. Diesmal ist es der Medic. Es ist kein Let's Play. Es ist dann Let's Show, weil es ist noch in der Beta-Phase. Wir wissen, wir diskutieren immer wieder zwischendurch. Gestern Abend kam auch so ein bisschen die Diskussion darüber auf, ob das Balancing hier noch geändert wird, ob vielleicht noch hier und da an ein oder zwei Schrauben geschraubt werden solle. Von daher kann ich es noch nicht Let's Play nennen, beziehungsweise ich will es eigentlich nicht Let's Play nennen. Also ein Beta zu Let's Playen und dann hinterher die reale Version nochmal zu Let's Playen oder, naja, passt nicht. Deswegen Let's Show. Wie gesagt, heute als Medic wieder ein bisschen Mechani. Mit den kleinen Roboterwesen unterwegs, natürlich als Frau. Ich finde Heiler als Männer irgendwie merkwürdig. Der Medic ist, ja, interessant. Ist sehr interessant. Das Beta-Wochenende, also dieses Beta-Wochenende zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es ein bisschen mehr leckt als zuletzt. Ich vermute mal, dass sie gerade die Belastungstests für die Server machen. Dass sie also gucken, wie voll sie die Instanzen packen können, bevor sie halt eine neue Instanz aufmachen müssen. Vermute ich zumindest mal. Von daher sind da noch durchaus, wie soll man sagen, Verbesserungsmöglichkeiten da. Es sind ja auch noch 2 Monate, das Spiel funktioniert. Es sind halt so wahrscheinlich jetzt so die Kleinigkeiten, die halt angepasst werden sollen. Ja, willkommen wieder in Wildstar. Und wir sehen, die UI lädt sich sehr langsam. Das ist, nun ja. Was sollten wir eigentlich machen? Ich bin hier Level 9. Ich habe also wieder den Anfang ein bisschen übersprungen, weil ich ihn eigentlich auch nicht zeigen will. Und nun ja. Wie immer, die Siedler sind meines Erachtens noch. Oh, was ist denn das? Alva Farming. Achso. Doch gar nicht da. So, ein bisschen Movement Speed und das ist übrigens ein Fehler, der kommt immer wieder mal vor. Dass nämlich der Vogel, der da sein sollte, dass der noch nicht da ist. Das ist eine Sache, die jetzt leider Gottes häufiger mal passiert. Das ergibt sich dann im Laufe der Spielzeit noch. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich nehme mal an, dass er damit zu tun, dass sie die Server halt, die Server halt sehr stark auslasten, um mal zu gucken, wie weit sie gehen können mit ihrer Technik. Es ist wie gesagt eine Beta, alle Charaktere, die gespielt werden, hier werden alle gelöscht und von daher denke ich mal, tut NCSoft auch gut daran, einfach jetzt mal knallhart hier so ein bisschen die Grenzen der Engine auszuprobieren. Ups, ich wollte mal so gucken. Finde ich persönlich gut, also viele machen es ja leider nicht. Der Medic ist ein sehr, 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 sehr schön zu spielende Klasse. Ich bin überrascht, wie gut er zu spielen ist. Sehr aktiv, wird es auch gleich sehen. Sehr, sehr, also fast alles im Movement machbar. Und das ist ja schon etwas, was ich richtig geil finde. Das sind auch so Siedlergeschichten. Man könnte also hier Licht schaffen. Leider keine Lichteffekte, der Form, dass man es dann sieht. Das wäre natürlich noch viel besser. Also alles hier dunkel wäre und man müsste sozusagen, als Siedler könnte man dann den Weg erhellen. Das wäre schon schlecht, schlecht. Aber gut. Die wollen nicht zu viel erwarten. Der Gesamteindruck bis jetzt auch weiterhin, auch wenn ich jetzt natürlich schon zum nächsten Mal wieder den Anfang mache, ist halt immer durchaus richtig geil. Autsch, blöd Mann. Der Medic hat als Spezialfähigkeit, ich kann es mal energize, ne, landing a shield heal on yourself and all allies, in ally. Und hat zusätzlich eine etwas andere Art, wie die Klasse ihre Spells aufbaut. Und zwar brauchen bestimmte Spells diesen hier oben, diesen Aktuator, also eine Art, was soll man sagen. Und die laden sich eine Zeit lang, wissen sich, wenn du aus dem Kampf bist, sofort auf, relativ schnell oder im Kampf ein bisschen langsamer. Und
Ich nehme an, das wird später in der Rotation, wenn es um die Raids und Dungeon geht, interessant werden. Haben wir noch irgendwas? Improvement complete. Sehr schön. Kann man gucken, ob wir noch irgendwas verkaufen können, was wir uns nicht brauchen. Brauchen wir nicht. Braucht man nicht. Man findet, wie gesagt, ziemlich viel Zeugs, was man nicht braucht. An diesen Stationen, das sind Buff-Stationen. Ich hatte das ja in einem Eingangsvideo schon mal erzählt gehabt, dass das Buff-Stationen sind. Ich glaube, auch im zweiten Video, das unkommentiert war, konnte man es sehen. Und bei denen hier, bei den Settler-Improvements, kann ich halt auswählen als Siedler, was für eine Verstärkung ich haben will. Die sind zeitlich begrenzt. Hier oben seht ihr die ganzen Buffs. Ja, das ist eine klassische Buff-Geschichte. Das brauche ich, glaube ich, keinen. Das brauche ich, glaube ich, keinem alteingesessenen. Das Schöne ist, du den Papers hast, interessiert mich aber nicht. Das kennt man ja eigentlich als Memo-Spieler, ne? Buffs sind hier, wie gesagt, auch in solchen Stationen zu finden. Und das ist. Text Medic and heal all injured guards you find. Okay. Was ist hier? Challenge begins. Use a near enough rocket finisher against staff shadow plate spies. What? Ja. Keine Ahnung, was er meint. Ey, nicht in den Rücken schießen. Das Schöne ist halt in dem Spiel hier ist wirklich, dass man überall mitkämpfen kann und für alles mit XP bekommt. Das ist ja oft immer so, dass man eigentlich nur den Kill macht, den XP bekommt oder irgendwelchen anderen Scheiß. Hier ist es tatsächlich so, jeder, der mitmacht und man bekommt anteilig an seiner. Ups, das ist ja eine Dose. Stammen wir ihn mal. Wow, habt ihr das gesehen? Angepasst. Bekommt anteilig, wie gesagt, Erfahrung und auch Loot und das finde ich richtig, richtig geile Lösung. Weil so hast du halt, ist es halt nicht so, dass du halt, dass Leute dich angucken und daneben stehen und nichts tun, sondern häufig genug mitkämpfen. Weil sie halt alle was davon haben, je nachdem. Das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Kills many, Storm Seeker Pierce. Okay. Challenge failed. Ja, ist ja gut. Da ist ein Larellenslank. Dann wollen wir die mal. Mit T hat man da so besondere Fähigkeiten. So, ein bisschen unfair, finde ich. Na gut. Double kill. Hier, das kannst du gerne mal vergessen. Schon ein bisschen fies, oder? Erst mit denen ein bisschen Experimente zu starten. Also das Dominion ist ja sozusagen die böse Variante. Und die haben häufig solche Sachen, wo dann halt eher irgendwelche Life, also Lebensformen, ihr, wie soll man sagen, ihr restliches Leben ganz schön fristen müssen, weil wir da mit denen ein bisschen rumspielen. Also. Autsch, wer bist du denn? Was ein Namen? Falls ihr euch wundert, warum ich bis jetzt eigentlich überhaupt mich noch nie geheilt habe, also ich kann mich heilen. Ne, so ist es nicht. Aber ich brauche es halt nicht. Und ich spiele ihn halt so ein bisschen als Kampfmagier. Das war ja. Den Magier habe ich deswegen als letzte Klasse ausprobiert eigentlich. Also ich habe mich hauptsächlich auf den Doppelschwert, in den ersten paar Betas auf die Doppelschwerter konzentriert. Und auf den Spearslinger, das ist dieser mit den zwei Pistolen. Und habe mich jetzt erst damit darum gekümmert, halt den Medic und ähnliches auszuprobieren, weil ich eigentlich die Klassen, die ich später wirklich spielen will, meist zuletzt teste.
Sonst spielt man die zu lange und dann wird es auch zu langweilig, weil wenn jetzt, sagen wir mal, bis Level 50, wenn jetzt, ich könnte ja bis Level 50 spielen, glaube ich zumindest, dass jetzt mit dem aktuellen auf Level 50 ist, dann. Oh, die Challenge habe ich vergessen. Na egal. Dann hast du fast schon alles gesehen. Challenge failed. Ja, ist ja gut. Hau ab. Du auch. Und das ist immer ein bisschen schade, wenn man dann zu viel schon gesehen hat, dann ist nichts mehr neu. Also dann wiederholst du eigentlich ständig das und das ist natürlich halt total nervig. Wie gesagt, Quest, nichts Besonderes. Heilen wir die armen Guards. Oh, was hat ihr denn? Na, kommt mal her, Jungs. Double kill. Triple kill. Und ihr habt auch schön gerade gesehen auf dem Boden. Ich hoffe, ihr habt es sehen können. Das ging relativ schnell. Dass ich natürlich auch die Angriffs, also die Effekte sind, denen sind dreigeteilt. Die werden auch später schwieriger. Also, wie gesagt, später hast du wieder einen Kreis, aber plötzlich dann zu so einem Stern. Der Stern wird dann wiederum zu so einem, ja, keine Ahnung, Raute. Und es ist, also da musst du wirklich viel, viel, viel am Ende wahrscheinlich viel Knowledge mit der Gegner haben. Double kill. Triple kill. Yeah, baby. Der Medic ist schon bist sehr stark. Er ist schon sehr stark. Also im Vergleich zu vielen anderen Klassen ist er mir auf jeden Fall sehr stark vorgekommen. Ui. Spritzt hier alles voll, die Sau. Geschafft. Fast geschafft. Der arme Kerl muss wieder dran glauben. Aber auch geschafft. Hier zählt es meistens Communicator. Kilse anbauen. Das ist der Zweier. Wieso ist diese Group plus 2 plus? Bedeutet, das ist ein Gruppenboss, den man eigentlich zu zweit machen sollte. Komm her, ich will das haben. Hallo, gib mir das. Give me that. Danke. Da gibt es eine ganze Reihe von. Es gibt ja einen Weltboss, habe ich ja letztes Mal schon gezeigt gehabt im ersten Video. Das glaube ich ja für 30 Leute dann ist. Ich glaube, in dem Chat was von 30 Mann gelesen zu haben. Und warum ist denn das so ein komisches Signal da unten? Was bist du? Keine Ahnung. Gibt es also auch diese Weltbosse, die euch für 30 Leute sind und drüber. Raids sollte es ja auch jede Menge geben. Habe ich ganz vergessen zu erzählen. Das liegt aber auch daran, weil ich mich da gar nicht so groß drüber informiert habe. Es liegt einfach daran, dass ich bei einem MMO, alles was so das Endgame angeht, gar nicht so viel wissen will. Also, das ist immer so ein bisschen scheiße. Wenn du zu viel weißt, dann fehlt so ein bisschen der Entdeckungsfaktor. Das mag zwar im ersten Moment vielleicht ein bisschen hemdsärmlich klingen oder oh, musst dich doch vorbereiten, wenn du das spielen willst, musst doch wissen, was Sache ist. Und ich sag ganz ehrlich, nein, muss ich nicht. Also. Au. Der ist ein bisschen nervig. Aber letztendlich doch besiegt. Nee, das finde ich gar nicht so. Ich glaube, man sollte das nicht zu sehr übertreiben. Gerade wenn man so Beta-Spiel spielt, dann sollte man es einfach die Klassen ausprobieren, die man sonst nie spielen würde. Und das reicht dann eigentlich auch schon. Also ich finde, das sollte. Ups. Ach so, verklickt. Double kill.
die Hände wieder so an. Die Hände falsch. So, das ist jetzt besser. Ich finde gar nicht, dass, man sollte auch ein bisschen sich den Platz nach Freiraum lassen, ausprobieren. Ich würde zum Beispiel niemals ein Dungeon spielen im Beta. Weil, weiß ich nicht, also das ist... Double Kill. Das ist dann einfach so, du hast dann nur noch eine Wiederholung und dann machst du den Spielspaß selber kaputt. Ja, also das ist dann so ein bisschen... Wo ich mir dann sage, Mensch, das ist doch nicht notwendig, sondern... Lass doch einfach das Ding auf dich zukommen. Wenn das Kampfsystem, wenn das Spiel dir als solches Spaß macht, also wenn du das Gefühl hast, hey, das ist super, das macht Spaß, dann muss ich nicht alles wissen, sondern dann kann ich mich auch damit zufrieden geben, zu sagen, okay, das Kampfsystem ist geil, dann wird das Dungeon auch geil sein, vermutlich. Und das sieht ja, also ich habe es vorhin auch schon gesehen, wenn mehrere zusammenspielen, das ist ein totales Chaos, das ist total geil. Und ja, das reicht dann ja eigentlich auch. Also ich glaube, manchmal sind manche Leute hier, die diskutieren ja auch schon Endgame-Geschichten ab, wo ich dann denke, hallo, ey, das Spiel ist noch nicht mal raus, ne? Also, was soll das, ne? So, wir die Buffs. Buffen wir uns mal wieder. Na, ich kann auch überall irgendwas konstruieren, wenn ich will. Ja, sozusagen die... Ups, zu spät. Aber zu. Na, komm. Ich könnte also hier die ganzen Dinger wieder herstellen. Es gibt immer Reputation. Das habe ich, glaube ich, gerade glitschig, glaube ich, gerade. Jo, glitschig gerade. Das macht aber nichts. Ja. Mitten ins Gesicht reingebaut. Also, wo war ich? Also, wie gesagt, ich denke mal, oft genug lachen sollte sich das selber ein bisschen kaputt. Gerade wenn die halt sich so in den Levels hochlaschen und es einfach nicht mal ein bisschen eindecken und einfach entspannt spielen. Also ich spiele ja nicht so viel am Stück. So, mal hier ein Stückchen, hier ein Stündchen. Und. Ich finde einfach, das macht mehr Sinn. Also ansonsten, ich kenne es ja auch, dass ich schon andere Spiele wirklich in der Beta komplett durchgespielt habe. Und dann spielst du es nochmal durch, dann hast du schon keine Lust mehr. Und na, dann denkst du dir so, oh nee. Nicht schon wieder so, ne? Also, ach, jetzt diese Situation, jetzt kommt das bestimmt, ja genau, dann kommt das und lame, langweilig. Und das muss nicht sein, finde ich. Ja, also hier auch, hier diskutieren sie immer schon mit dem Housing rum und mit dem rum und alle sind so schon am 3. Level, nach dem 3. Level 3, dann wollen sie schon unbedingt das PvP machen und ja, ich muss auch mal fragen, Mensch, Leute, bleibt cool, bleibt locker. Ach ja, stimmt, ich muss ja. Das reicht, das ist. Cooler Ton. Da tut nicht Not sein, sage ich dann immer, ne? Also das ist dann. Ich traue dir kein Wort. Nicht einen Meter weit. Ja, wie gesagt, also das ist so der Punkt, wo ich manchmal auch dann denke, Leute machen sich den Spielpass selbst kaputt. Und zwar einfach durch dieses extremst Rushen hin zu, ja, keine Ahnung, Sinnlosigkeiten, meines Erachtens nach. Oh, mich juckt's. So, das sind ein bisschen die Laufdinger, die man ja in jeder MMO kennt und die mich auch. So. Wir sind für diese Questreihe, die ich da jetzt freigeschaltet habe, eigentlich noch viel zu klein. Es geht nämlich so ab 10 los und ich bin noch nicht 10. Von daher werde ich mal gucken, ob jetzt der Meister, der Hover... Da, ah, es ist natürlich da. Ich sag ja, es muss irgendwie mit den... mit dem Serverkommunikation zu tun haben. Macht doch nichts. Also ja, das Spiel ist noch fern von Perfektion, aber hallo, WoW, wie es mal hier oft genug tituliert wird, es war ja auch nicht perfekt zum ersten Tag hin. Und Star Wars The Old Republic wird übrigens auch sehr häufig noch diskutiert, ja. War es ganz und gar nicht. Und von daher
ich weiß nicht. Ja, man muss ja immer so, sind ja so Spiele, die man eigentlich eher als Entwicklung betrachten kann. Ne? Man spielt es, weil es einem Spaß macht und dann guckt man, wie die Entwicklung ist. Das ist ja kein fertiges Produkt. Man kauft ja nicht ein MMO oder spielt kein MMO und das, was man dann zu dem Zeitpunkt des Startes sozusagen bekommt, also zum Release, ist dann sozusagen das Endcontent, so wie es, was ich bei jedem anderen Game ist. Sondern hier ist es ja halt eben so, dass du halt, dass das so ein Fluss ist. Oh Mann. Also es ist keine richtige Strafausgabe auf den Dings, aber trotzdem passt sie. Right then, off you go. Time for killing. Ich töte gern. Fury, rage, want to blow something up. Die sind so ultra böse, die Kleinen. Das sind echt die grausamsten Viecher, diese kleinen Kuschlingen. Double kill. Ich höre das Wildlife töten. Komm her. Double kill. Triple kill. Yes. Also der Medic ist wirklich schon super stark. Also es ist wirklich. Pff. Bis jetzt habe ich den überhaupt noch kein Problem gehabt. Gut, Level 9 ist natürlich noch keine große Sache. Double kill. Aber was mich halt bei dem Medic auffällt, ist ja jetzt sehr viele so AOE-ähnliche Fähigkeiten, die mir beim Ember ein bisschen gefehlt haben immer. Double kill. Schwupps, können wir eine Heilung machen, wenn wir hier schon mal sind, ne? Autsch! Ich Nasenbär habe nicht drauf geachtet. Was? eBay Netflix? Tatsächlich. Manche Leute nennen sich doch etwas merkwürdig, muss ich zugeben. Da können wir stehen bleiben für den. Machen wir mal eine kleine Heilung. So. Und ihr seht, hier unten brauche ich dann den Fokus für die. Ist eine Art, ja, Spellpower. Wie Mana oder irgendwas anderes in der Art. Das verbraucht ihn dann, aber ich habe bis jetzt noch keine Situation gehabt. Und das. Ups, weggesprungen. Double kill. Triple kill. Wo ich das gebraucht hätte, also irgendwie komischerweise bis jetzt noch nicht irgendwie ausgelaufen. Bidi-bip. Ein Tomebinder. Autsch! Das ist auch so eine Sache, so diese kleinen Quicktime-Events und hier auch, hier sitzt ja auch, ne? Da haben die sich wirklich Gedanken gemacht. Also haben die sich wirklich Gedanken gemacht, vor allem deswegen, weil man es jetzt sieht. Bei normalen Games ist es so, man sieht es nur anhand der, anhand des Schadens, den er halt gegen eine Gruppe macht oder so. Also man, oder den Effekten, die daraus dann kommen. Und hier ist es halt so, dass wirklich, man es da sieht und dann einfach auch die Kreativität, was die Angriffsmuster angeht, einfach schon richtig, richtig geil ist. Also, ich muss echt sagen, ich bin wirklich überrascht, dass so ein, ja, zwar ein erfahrener, aber doch, was soll ich sagen, kleiner Entwickler will ich nicht sagen, aber dass sie wirklich in der Lage sind, so ein geiles Game aus den Rippen zu leiern, das ist wirklich eine Leistung, muss man einfach mal so sagen. Und wie gesagt, das ist für mich ja aktuell immer der Überraschungshit schlechthin, also. Ups, was ist das? Double kill.
Triple kill. So, ihr kleinen Ochsen. Hallo, ich kann überspringen. Ah, das ist ein bisschen. Das war gerade ein bisschen doof gespielt. Machen wir mal eine Heilung rein. Und weiter geht's. Da sieht also, die Heilung scheint wohl Fokus zu brauchen. Das wird also sein Thema werden, wenn es halt hin zum Dungeon geht. Ach komm, du bist ja eh schon tot. Und ihr seht, es ist einfach unglaubliches flüssiges Gameplay. Ne? Es ist, ich werde später auch mit irgendeiner Spieltastatur wahrscheinlich spielen. Ich habe eine Logitech hier. Ich weiß gar nicht, wie die jetzt heißt. Da geht es einfach ein bisschen flüssiger von der Hand als mit der Tastatur und Maus. Mit Tastatur und mit der normalen Tastatur. Und das ist ein schönes, flüssiges. Bin ich denn hier überhaupt? Keine Ahnung. Flüssiges Gameplay, muss man einfach mal sagen. Was machst du denn dafür komische Faxen? Au! Was die UI betrifft, zum Beispiel, ist ja auch für viele wichtig, die ist bis jetzt zumindest nicht so art konfigurierbar, wie es von den großen Games gewohnt sind. Ob sie das noch in der Dings ändert, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Sie sagten auf jeden Fall, dass später auch moddingfähig sein soll, also die UI anpassungsfähig sein soll. Also dass wieder irgendwelche CD-Mods und so wieder dann drauflaufen, wenig wie bei Double kill. Triple kill. Von daher mal sehen, ob sich das am Ende auch so bewahrheitet. Ah, blöder Wichser. Geh weg. Und wieder haben wir jetzt jede Menge Fähigkeit gekriegt. Vor allem haben wir jetzt hier einen Amp und einen Tierpoint. Das ist ab Level 8, 9 ist man eigentlich dann so weit, das war knapp, dass man eigentlich dass man auch dann schon so weit ist, dass man eigentlich gar keine Fähigkeit mehr braucht, sondern einfach dann schon in Amp, in Ability Points reinsteckt. So, ihr seht, so viele Fähigkeiten habe ich noch nicht und die Path-Fähigkeit auch noch nicht freigeschaltet. Das liegt einfach daran, dass die meisten jetzt Siedler nehmen. Einfach um diese Buff-Teile aufzubauen. Das ist irgendwie einer von diesen Path-Wegen, die aktuell extremst genutzt werden. Jetzt muss ich kurz schauen. Plus 5 Damage. Was sieht es hier aus? Plus 3 Damage per Tick. Plus 1% Technologie-Resistance. Plus 5 Damage per Beam. Das ist natürlich nicht viel, ne? Aber ich nehme den. Und Amps, da bin ich noch ein bisschen, gehe ich bei der gerade auf Crit. Aber bis jetzt habe ich noch kein Hot oder sowas gesehen. Bis jetzt sind das alles Single-Hit-Heals. Double kill. Triple kill. Also bisher habe ich noch keine Hots oder sowas gesehen. Und ich habe, deswegen gehe ich da mal davon aus, dass Crit eine gute Möglichkeit ist. Double kill. Um die Heilung halt in den Dungeon später dann aufrechtzuerhalten. Ich bin im Übrigen kein immer, es gibt ja so Leute, die immer Heiler spielen, sondern eigentlich bin ich ein DD. Bin ich klassischer DD-Spieler. Double kill. Schon seit Anbeginn der Zeit hätte ich beinahe gesagt, also schon ewige Zeiten eigentlich mit irgendwelchen Doppelschwertern am Laufen. Ja, doppelter B-Händern oder also
Meist auch Nahkampf, meist so die schurkenähnlichen DDs. Also, das sind eigentlich so die Klassen, die ich am meisten spiele. Hab dann angefangen mit Star Wars: The Old Republic auch dann zu tanken. Was ich vorher auch nie gemacht habe, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, was aber doch sehr stressig ist. Und man muss sehr viel Zeit investieren, um da wirklich richtig, richtig gut drin zu sein. Double kill. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da fehlt dann doch irgendwo die Möglichkeit. Double kill. Triple kill. Ja, und tschüss. Loot. Oh. Medic use empowered hour, grants an empower to yourself and party members. Oh, okay. Loading a critical heal on the ally grants. Oh. Oh. Things are much worse than expected. So, es ist ja jede Menge Crap. Könnte man übrigens auch alles natürlich auseinandernehmen, ist ja klar. Oder ich nehme mal später auch im Auktionshaus verkaufen. Nachher kommt der nach Ilium, das ist so die Hauptstadt. Double kill. Und ja, da gibt es natürlich dann alles das, was ihr eigentlich von MMOs kennt. Da ist jetzt nichts. Ja. Double kill. Update your status. Yeah, endlich mal eine neue. Ist das eine Waffe? Ja, ist eine Waffe. The Empire is in your debt. Waffen sind echt schwer zu kriegen hier zu Anfang, muss man ganz deutlich sagen. Also Waffen sind echt eine harte Nummer. Dieses Feld, das ist so eine Art, ja, was soll man sagen? Verlangsamt und macht Schaden halt. Oh ja, habt ihr Double das gesehen? Triple kill. Habt ihr das gesehen, wie mich das Ding verfolgt hat? Resounding success. Yeah, babe. I'm so. Oh. So. Achso, ich muss ja auch die Dinger zerstören. Ah ja, genau. Also die Fähigkeiten sind, wie gesagt, total unterschiedlich. Es gibt die unterschiedlichsten Angriffsmuster und das führt natürlich dazu, dass das immer wieder anpassen muss und da jeder Gegner auch teilweise sehr verschiedene Fähigkeiten besitzt, macht es auch wirklich dadurch auch zum Beispiel mehr Spaß, denselben Gegner zu bekämpfen. Die Respawn-Rate ist ja auch für manche ein richtiges Thema. Ist sehr gut gewählt hier, finde ich. Sie ist schon recht hoch. Double kill. Wenn es dann darum geht. Ups, das Ding getötet. Oh, hab mich gelootet, sehe ich gerade. Loot. Das ist halt geil, ne? Das ist einfach nur vorbeilaufen, V drücken und schwupps, schon hast du alles in dir drin. Ach, das ist. Ach. Das sind so Kleinigkeiten, die einfach Spaß machen, weil sie einem das Spiel unglaublich erleichtern. Es ist flüssig, du spielst es nicht so, wie soll man sagen, abgehackt. Challenge begins. Challenge? Ach ja, das ist eine Challenge, die möchte ich nicht beginnen, danke. Und zwar müsst ihr dann hier auf diesen Dingern darum tanzen. Also sowas gibt es hier natürlich auch, so eine kleinen Gimmicks.
Ja, Schnucki, ich kann das auch. Challenge failed. Ich hätte das, glaube ich, schon in dem ersten Video gesagt. Was das Grinding betrifft, ist es so, dass man sagen kann, dass sich beides lohnt. Also nur Quests allein reichen in der Regel. Aber es macht schon alles ein bisschen einfacher, wenn man vielleicht, wenn man so ein, zwei Level sozusagen über dem eigentlichen. Jetzt kommen wir diese Fragen. Das ist der einzige mit Armor Plus, aber Tech weniger. Ich mache Tech-Schaden. Dafür Health und Support Power Plus. Naja, das bringt eigentlich nichts. Aber jetzt Armor. Ah, es bringt nichts. Also egal, was wir mitnehmen, alles scheiße. Jawohl. Ja. Machen wir. Wo ist denn der Vogel? Ich bringe alles um. Da haben wir überhaupt gar kein Problem mit. Oder? Nö, nö, wir sind ja schließlich die Bösen. Wir müssen alles töten. Der sich da gerade hin teleportiert und einen Schmetterschlag gemacht? Nett. Interessante Variante. Ah ja, es war hier. Das ist einfach nett gemacht. Das ist einfach. Deck Damage ist immer gut. So, erstmal reparieren. Dann den ganzen Müll wieder loswerden. Wie gesagt, man lootet hier eine ganze Menge und das meiste Zeug davon taugt nicht viel. Aber man sollte mal so ein bisschen gucken. Manchmal dazwischen so ein Ding. Das ist mir auch schon passiert, dass ich ein richtig geiles Teil gelootet habe und es gleich verkauft habe, ohne es zu merken. Kann man Gott sei Dank alles natürlich wieder zurückkaufen. Ist natürlich auch nicht so schön, ne? Also. Muss ja nicht sein. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Ups, hier ist ja nichts mehr zu machen hier. Nö. So komme ich doch nie mit meinem Path hoch. Und der hat richtig geile Angriffsmuster, wenn ihr das gesehen habt, eben gerade, das haben sie, also. Das ist einfach gut gemacht. Double kill. Ich würde irgendwas töten. Was war's denn? Du warst das. Oh, 21 Meter. Wo du sein? Dev Trella ist da. Oder ist das ein Datencube? Also auch jede Menge Sammelobjekte, die man wieder sammeln kann. Ich nehme mal an, wenn man alles Feuer kriegt, man wieder irgendeinen schönen Titel oder sowas Hübsches. Na, dann ist da ist gerade. Guten Tag. Triple Kill. Drohnen sind schneller als das andere Ding. Ah, da ist der Herr Schamane. 2,8k live. Cutscene. Nicht spoilern. Edge. So, und dann stehen wir wieder da. Moxie und Grit, Top Tech Demo Venus. Der auch Tech Venus. Ah, oh, das ist. 9, 10. Das ist so wertvoll. Travel to Misty Tent. Wo ist denn das? Ach du Scheiße. Und das ist ja die 2er Variante.
Was für Level waren das überhaupt? Hier die kleine Zahl, die sagt mich an, welches Level ist. Das ist Level 8. Ach, wisst ihr was, Jungs? Den versuchen wir jetzt mal, oder? Den versuchen wir mal. Ups, falsche Richtung. Den versuchen wir jetzt mal. Meistens geht's. Man muss halt ein bisschen passiver kämpfen, aber. Machen die mehr Schaden, wenn die auf dem Maximallevel sind? Oder hat das gerade nur so ausgesehen? Double kill. Oh ja, da starben. Hier so ein Regenkämpfer wieder. Ein Regenkrieger, ein toter Regenkrieger. So, wo bist du? Noch 180 Meter entfernt. Komm, kriegst mal Heilung. Bitteschön. Denn ich bin Heiler und wenn. Achso, hier ist noch einer. Dann heilen wir auch richtig. Das ist immer scheiße, weil man den Gegner nicht auswählt, dass man immer nicht sieht, was der für. Wie viel Hitpoints der noch hat. Das ist ein bisschen. Das finde ich ein bisschen doof. Das müssen sie ein bisschen vielleicht mal irgendwann anpassen, dass man das dann gleich sieht, oder dass man hier irgendwo das verschieben kann, zumindest, dass man das dann halt. Double kill. Triple kill. Dass man halt sieht, dass dann, was ich, der Gegner so viel HP hat. Double kill. Triple kill. Duckung für Tank und ein DPS für Kill. Oh, wer ist denn, was bist du denn? Anbauend. Ach, das ist der Nasenbär, den wir jetzt töten müssen. Hat 8,6 Life, 8,6k Life, das ist schon ordentlich. Wenn wir so ordentlich arbeiten müssen. Ich muss mir kurz mal kratzen. Jupp. Hat er gerade das kleine Vieh platt gemacht? Böser. So, kurz strecken, kurz mehr und ran die Post. Mal schauen, ob wir gegenüber ihnen stehen können. Na, komm her. Autsch. Was macht der denn? Ich renne natürlich auch rein, ne? Ja, ich bräuchte mal einen Heal. Warum habe ich keinen Heal jetzt offen? Das verstehe ich jetzt nicht. Ach ja, ich muss. Oh, ich lerne auch immer rein, ey, ich Nasenbär, ne? Naja, schade. Muss ich noch ein Level machen? Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Hier unten sieht das Geld. Ich habe es entweder mich direkt hier wiederbeleben zu lassen, was ich auch diesmal mache, weil da unten sind ein paar andere Nasenbären. Und die fangen gerade an, mit denen zu kämpfen. Warum kriege ich die Aggro? Ach nee, er ist weggelaufen. Was los, Meister? Traust du dich jetzt oder was? Nun gut, ich würde sagen, damit reicht jetzt auch erstmal für dieses kleine Let's Show. Ich wollte euch nur ein bisschen den Heiler mal kurz zeigen.
hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Wie gesagt, es ist nur eine Let's Show. Let's Plays kommen dann halt später. Ich werde aber auch das sporadisch dann, wie gesagt, in so Sprüngen da machen. Bedanke mich fürs Zusehen und wünsche noch einen schönen Tag.